Ist das die Bar? Ist das die Bar? Leostahl. Verdammt! Sie sind neu, richtig? Ich heiße Leo Stahl. Sehr erfreut. Sehr erfreut. Ja! Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Ja, wirklich, ja. Ich bin sehr erfreut. Ja, hey. Wer hat hier in der Gegend das Sagen? Moriarty denkt, er hat das Kommando. Aber Lucas Sims ist das Gesetz hier. Und das weiß auch jeder. Weil Lucas hat eine Waffe. Kann ich mal die Speisekarte sehen? Kein Problem, Mann. So, Bier. Oh, Bier. Bier. So, so. Aber wir wollen ja jetzt erstmal Sachen verkaufen, ne? Hier, den ganzen Blunder, da braucht kein Mensch. Pistole. Ja. Hä? Die macht weniger Schaden, also weg mit. Macht auch weniger Schaden, weg mit. Das sind Schuss, brauche ich. Wasser, TP brauche ich. Baseball ist einfach nur Müll. Baseballschläger brauche ich. Brille, weg. Weg. Haarklammern brauche ich vielleicht noch. Der Helm behalte ich noch. Oder? Ja, 3-3. Kann ich weg mal. Sind 6 Stück. Weg mit. So, ich glaube, der hat keine Korken mehr. 89 Korken hat er und er gibt mir schon 89. Ich akzeptiere das mal. Jetzt hat er 0. Okay. Dann kann man nichts mehr verkaufen. Kommen Sie jederzeit wieder. Was macht ihr hier so? Zum Zeitvertreib. Naja, wir haben nichts Bestimmtes. Man beschäftigt sich eben irgendwie. Aber das geht Sie eigentlich gar nichts an, oder? Jetzt sei mal nicht so unhöflich, Junge. Was können Sie mir über Megaton sagen? Was soll ich sagen? Wir leben. Also können wir uns nicht beschweren. Und ich habe ein Restaurant. Also habe ich es viel besser als die meisten anderen. Da hast du recht, da hast du recht. Und er weiß es auch zu schätzen. Das ist alles, was ich wissen musste. In Ordnung. Ciao, es war mir eine Freude. Ey. Was gibt's Neues in der Stadt? Hey, ich tratsche nicht gerne. Will keine Gerüchte verbreiten, verstehen Sie? Jeder hat seine Geheimnisse. Dabei sollten wir es auch belassen. Da hast du wohl recht, da hast du wohl recht. Also, Freund, das ist alles, was ich wissen musste. Und ich muss jetzt gehen. Bis später. Dankeschön, bisschen Informationen sammeln. Denken Sie noch nicht einmal daran, hier einzubrechen. Na, ist das, das ist aber ein anderer. Leo ist wirklich nett. Etwas zappelig, aber nett. Ja, ja, das ist er. Wo sind wir denn hier? Wieso ist das rot? Wieso ist das Zeug rot? Wieso ist das rot angeschrieben? Darf man das nicht öffnen und ansehen? Ist leer. Es ist immer schön, ein neues Gesicht zu sehen. Ja, ja, das ist es. Okay, da haben wir nichts. Das ist an die Stadt. Sie, ich muss mich um die Bücher kümmern. Wenn Sie Essen bestellen wollen, sprechen Sie bitte mit Jenny oder Leo. Ich will nichts essen. Entschuldigung, dass ich unterbreche, Andy. Ich hätte nur ein paar Fragen. Oh, mit Stärke? Sehe ich aus wie jemand, den man so einfach los wird? Oh, oh. Soll ich es wagen? Ich wage es, komm. Okay, harter Junge. Was geht Ihnen durch den Kopf? Ich bräuchte ein paar Wegbeschreibungen in der Stadt. Nee, haben wir ja. Wissen Sie etwas über den Bereich außerhalb von Megaton? Der Bereich außerhalb von Megaton? Ja, genau. Für mich sind alle anderen Orte himmlisch. Scheiß Stadt. Da geh doch. Wenn nicht Ödländer wie Sie mit Ihren Kronkorken durchkommen würden, wäre ich schon weg. Zumindest, wenn ich Jenny und Leo überzeugen könnte. Dann geh doch. Kannst du alleine gehen, bist ja genug. Was können Sie mir über Megaton sagen? Die Stadt ist ein Loch. Eine Sackgasse. Warum ich bleibe? Nun... Dieses Loch verschafft mir Geld. Ein kleiner Lokalpatriot, ne? Was gibt's Neues in der Stadt? Moriarty pinkelt in sein Gesöff. Der verrückte Bastard denkt, das ist lustig. Außerdem gibt's da nur Halsabschneider. Hier ist es viel sicherer. Hey, vielleicht sollte ich das aufs Eingangsschild schreiben. Die Brass Lantern. Sauberer, sicherer und wahrscheinlich keine Pisse in den Drinks. Wahrscheinlich. Mhm. Okay, wir sehen uns später, Andy. Ja, bis später dann. Ja, 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 ja. Wir sehen, riechen uns. Also wenn ich jetzt die stehle, das ist wirklich stehlen. Nein, das mache ich nicht. Ich stehle nix. Zumindest noch nicht. Nehmen Sie sich einen Stuhl, wenn Sie wollen.
Na, ich will keinen Stuhl, ich will Informationen. Ich will wissen, wo mein Vater ist. Leuchtens. Denn diese alte Kriegswaffe bringt unsere Erlösung. Da haben wir die Bombe. Für den Ruhm des Atoms. Tut mir leid, aber ich habe gerade viel Sie zu tun. Soll als Erinnerung können wir uns später an die vergangenen Spaltungen okay. und an Lassen das Sie sich von den Hippie-Sprüchen der Leute hier nicht einbeschirren. Sie haben Wasser, dienen. Das Sie mit keinem teilen wollen. Schenkt Schön, dem Atom da? Eure Körper, meine Freunde. Ja, was ist mit dem Gebt kranken Typen? Wen haben wir denn hier? Wow! Ein Neuzugang für unsere bescheidene kleine Gemeinschaft. Alter! Mein liebes Kind, willkommen. Willkommen in Megatone. Was bist denn du für ein Chunky? Ich bin Confessor Cromwell, Prophet des Atoms ja. und Vater des unsterblichen Leuchtens. Sie können gerne jederzeit in die Kirche kommen. Jederzeit. Alter, du bist ein kranker Bastard, bist du! Ich bräuchte ein paar Wegbeschreibungen in der Stadt. Nein, brauche ich nicht. Erzählen Sie mir von der Kirche des Atoms. Auf zum Atem. Tada. Ja, was möchten Sie wissen? Was glauben Sie? Die Kirche der Kinder des Atoms basiert auf der Annahme, dass jedes einzelne Atom der Schöpfung ein ganzes Universum in sich trägt. Wenn dieses Atom gespalten wird, entstehen aus einem einzelnen Universum zwei Universen. Der größte Akt der atomaren Schöpfung. Ab und zu tritt ein göttliches Ereignis ein und Trillionen neue Universen werden erschaffen. Zuletzt fand ein solches Ereignis vor 200 Jahren statt. Während die meisten verlorenen Kinder dies als Krieg und Zerstörung betrachten, sehen wir in der atomaren Strahlung Schöpfung und Vereinigung. Ja, das ist ja mal gut. Das ist ja mal gut. Warum verehren Sie die Bombe? Diejenigen, die bei der großen Spaltung zum Atom gerufen wurden, hatten Glück. Sie durften bei der Schöpfung des Atoms mithelfen. Danach trachten auch wir, symbolisch und in unserem Handeln. Die Bombe, wie Sie sie nennen, steht für die schöpferische Macht des Atoms. Wir knien vor ihr und bitten darum, dass das Atom uns zu sich ruft. Wir beten, aus unseren erbärmlichen Körpern neues Leben erschaffen zu dürfen. Also eigentlich willst du einfach nur, dass sie explodiert. Und dass du sie zerreißt, dass sie sich verjettet. Das ist ja unglaublich. Was zum Teufel ist los mit euch Leuten? Ja, das ist eine gute Frage. Obwohl sie die Wahrheit kennen, verspotten sie uns immer noch. Das ist sehr, sehr traurig. Beichtvater Cromwell ist traurig. Ich bin traurig. Hey, du bist... Das ist so krass. Reden wir über was anderes. Na, was wollen wir noch reden? Nehmen Sie Spenden an. Sicher spende ich dem noch Geld. Haben Sie jemals Megaton verlassen, Beichtvater? In meiner Jugend bin ich viel rumgekommen. Aber das war ein anderes Leben. Sie suchen doch sicher Informationen und Ratschläge, oder? Ich kann Ihnen nur folgenden Rat geben. Im Ödland finden Sie keinen Reichtum, der den Reichtum in Ihrem Inneren übersteigt. Schwelgen Sie im atomaren Glühen. Dann werden Sie mich verstehen. Das ist so eine Labertasche. Nehmen Sie Spenden an? Nein. Was können Sie mir über Megaton sagen? Megaton, das heilige Dorf des Atoms. Es hat diese Stadt als Pilgerstätte für seinen Schrein auserwählt. Und wir wurden zu ihm gerufen. Die Leute von außerhalb fragen, warum wir eine Stadt um eine Bombe herumbauen. Die Antwort ist, die Bombe verspricht die Spaltung und das Leuchten. Wir sind die Bombe. Die Bombe ist das Atom. Und somit sind wir das Atom. Wir warten auf den Tag, an dem jeder von uns Billionen neuer Leben gebärt. Das ist so ein Scheiß. Ich krieg Kopfschmerzen langsam. Was gibt's Neues? Nein, komm, jetzt ist Leuchtenden Schluss. Schrittes voran. Ja, weg von dem. Den krieg ich echt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich bin.